Wenn die Jahresturnier- oder Schnupperlizenz sowie die Pferdeeintragung in der Tasche sind, kann sich der Reiter um die Auswahl und die Nennung seines ersten Turniers kümmern. Alle Turniere sind in den entsprechenden Landesverbandszeitschriften zu finden. Zudem gibt es auf www.fn-neon.de einen Turnierkalender. Hier erhält man mit Hilfe der Suchfunktion schnell Auskunft über anstehende Veranstaltungen. In der jeweiligen Ausschreibung kann man sehen, welche Wettbewerbe und Prüfungen angeboten werden. Als Turnierneuling ist es empfehlenswert, die Prüfungen gemeinsam mit dem Ausbilder auszuwählen. Dieser kann am besten einschätzen, welche Prüfungen für den Schüler geeignet sind und hilfreiche Tipps zum Lesen der Ausschreibung geben. Auf den gelben Seiten der Landesverbandszeitschriften findet man alle Turniere auf einen Blick. Bei der Auswahl der Turniere sollte man darauf achten, die Prüfungen nach seiner Leistungsklasse und dem persönlichen Leistungsstand auszuwählen. In einer Ausschreibung findet man in der Regel alle relevanten Informationen rund um das Turnier. Neben der Adresse des Veranstaltungsortes findet man dort die Namen der Ansprechpartner und Informationen über die Platzverhältnisse. Zudem erfährt man, wer teilnahmeberechtigt ist und welche besonderen Bestimmungen gelten. Zu jeder Prüfung und jedem Wettbewerb wird angegeben, welche Voraussetzungen Pferd und Reiter erfüllen müssen. Welche Aufgabe oder welcher Standardparcours geritten wird, die Höhe des Nenngelds oder Einsatzes, wie viele Teilnehmer mindestens verlangt sind und in welcher Startreihenfolge geritten wird. Hat man mit seinem Ausbilder eine passende Prüfung ausgewählt, kann man diese bei Nennung online nennen. Auch hier sollte einem zu Beginn der Turnierkarriere ein Ausbilder oder ein erfahrener Turnierreiter zur Seite stehen.